Ach, ich freue mich. Ihr seid wieder mit dabei und ich habe mal wieder was bei Cloud9 bestellt. Ich habe meinen schönen heißen Pfefferminztee hier und ich wollte mit euch gemeinsam einmal auspacken. Hier steht schon öffne, open me, öffne mich. Und ich habe schon einmal kurz reingeluschert, aber alles noch nicht ausgepackt. Es sind gar nicht so viele Sachen dabei, aber ich wollte mal so ein bisschen was in Dosen haben wollen. Oder sowas hier, das sind so süße kleine Sachen, die man als Shakerkarten verwenden kann. Oder auf ETC-Karten kann man das auch so mit draufkleben als Hingucker. Und die waren so lieb und haben mir hier so Kleinigkeiten schon mit reingelegt. Wassermelone, Limette, Zitrone, Erdbeere, Orange, Kiwi, Kirschen, Goldkiwi. Also sowas kann man zum Beispiel auch ganz gut für Shaker verwenden oder auch zum Aufkleben. Also habe ich gesehen auf einer ETC-Karte. Hat mir sehr gut gefallen. Und ich hatte das bei Miss Ladybug gesehen, dass sie so eine schöne Box gebastelt hatte, um all ihre Sachen, solche Sachen eben halt darin aufzuheben. Als Aufbewahrung. So, jetzt schauen wir einfach nochmal ganz kurz rein, was ich mir da jetzt ausgesucht habe. Den Lolli habe ich mitbekommen. Das packe ich mal hier zur Seite. Ein Luftballon, ein Herzchen, ein Umschlag mit einer kleinen Karte. Könnte ETC-Karte Größe sein. Ich gucke mal. Ja, das ist ja cool. Ja, dann kann man auch ETCs so in kleine Umschläge packen. Das ist ja sehr schön. Muss ich gleich mal gucken, welche Größe das genau ist. Und dann waren die Sachen waren hier drin. Da musste ich einfach schon mal gucken. Ich finde den Aufkleber super schön. Ich glaube, ich habe auch irgendwo so einen Stempel, wo das als Paillette so ist. Und ich könnte die ja auch bestempeln. Fällt mir gerade auf. Dann habe ich hier wieder einen lieben Gruß bekommen. Sehr schön. Den finde ich auch total knuffig. Ein Teddybär mit zwei Herzchen. Eine Visitenkarte. Und da habe ich halt bestellt. Und die liefern wirklich super schnell, schneller als die Sachen teilweise aus Deutschland. Und deswegen bestelle ich, wenn ich kriege immer eine Nachricht, ne, per E-Mail, wenn jetzt irgendwelche Release neu rausgekommen sind, zum Beispiel das Mama Elephant Release oder Clearly. Und dann bestelle ich immer lieber da als woanders, weil ich weiß, dass die Sachen meistens zu 99,9% vorrätig sind und dann werden sie auch recht schnell immer verschickt bei denen. Ich glaube, ich warte keine 2-3 Tage. Und für Ungeduldige ist das wirklich schön. So, obwohl ich an dem Thema Geduld schon länger arbeite und es wird langsam besser, muss ich sagen. Was ich noch nicht unterdrücken kann, ist den Kaufimpuls. Obwohl ich schon so viele Sachen habe, da arbeite ich noch dran und das muss einfach besser werden. Aber ganz ehrlich, guckt euch mal dieses niedliche Set an mit den kleinen, süßen Igel. Ich mag Igel sehr, wusste ich immer gar nicht so, aber die kleinen sind toll und dieses Set hat es mir richtig angetan. Das ist total süß, das mag ich, das finde ich toll. Mit einer Teetasse okay, aber so die zwei finde ich, die drei hier sind schon sehr knuffig. Und diese kleinen, da ist ja eine Menge mit dabei und da kann man bestimmt viel was mitmachen. Und dann habe ich noch eins von Mama Elephant. Wenn schon, denn schon. Ah, Happy Birthday, sag mal schnell. Fähnchen, das kann ich auch verwenden. Ist das nicht immer toll und so liebevoll eingepackt mit dem Seidenpapier? Moment, wenn ich was verschicke, benutze ich auch gerne Seidenpapier. Das fühlt sich immer irgendwie edler an. Ich weiß auch nicht warum. Ach so, das sind jetzt die neuen und das ist schon ein älteres Set. Das sieht man halt. Oh, hier ist noch ein Herzchen. Sieht man halt an dem Cover hier. Also, gucken. Sind aber die gleichen Bilder drauf. Man sieht das aber hier, ne? Das Design hat sich ein bisschen geändert. Und dieses Set habe ich jetzt mitgenommen, wegen diesen ganzen Wolken, Pilze, wie heißt das noch? Baumstumpf, ein paar Steine, ein paar so
also eine Tanne, und dann haben wir hier so drei Bäumchen und das könnte ein Zaun sein, ein Wegweiser sein, könnte man hier noch verlängern. Und das, deswegen habe ich gedacht, nehme ich das mit. Das wird der Mond sein, das ist die Sonne, das sind Büsche und das sind Wolken. Also das ist wirklich a better place, heißt das Set. Damit kann man auch im Hintergrund super gut was gestalten, machen, tun, wenn ich weiterhin meine ETCs bastel. Oder jetzt ja auch für mein Positive Vibes Only Album, dass da viel reinkommt und viel gemacht wird. So, dann habe ich mich entschieden, kleine Regenbogen zu kaufen. Kann man die überhaupt erkennen? Die sind winzig klein, ne? So, mit Wolken und dann so kleine Regenbogen. Ich finde sie schon nice, ne? Wenn ich mir vorstelle, auf so eine ETC-Karte und dann kannst du davon ein paar draufkleben. Ich finde sie schön. Zum Verschenken, ne? Habe ich mir so überlegt. Dann hatte ich mir die Briefumschläge, das war das erste, was ich mir reingepackt habe, weil ich finde die so schön und ihr wisst ja, dass ich gerne Happy Mail und Kits und sowas verschenke, verkaufe, gegen eine Spende rausgebe und auch gerne Tauschgeschichte mache, DC-Tausch und ja. Die, die jetzt schon rausgegangen sind, gehen natürlich ohne diese Sachen raus. Aber das kann ich mir gut vorstellen. Auch so ein Igelchen hier zum Beispiel. Wo haben wir hier einen? Hier zum Beispiel diesen Igel. Guck mal. Den kann man kolorieren und dann klippt man den da drauf. Kann man sehen, wo ist denn der? Oh, da. Da. Dann kann man das einfach so raufkleben. Ist total schön. Oder auch auf den hier oder auch der, der hat noch eine Blume in der Hand. Oder der, der hat jetzt dann den Brief da vor sich liegen, so. Oder einen ganzen Stapel. Oder dahinter, dass man das so dahinter klebt mit 3D-Pads und dann hat man einen Haufen kleine Briefumschläge. Ja, zum Beispiel wäre das ja auch möglich. Oder auch diesen Igel und dann kann man so einen kleinen Briefumschlag richtig herum ihm so in die Hand geben. Ganz wunderbar. Also das war das, wo ich sagte, das muss auf jeden Fall mit. Hier. Und dann haben wir hier noch ein paar Früchte. Es geht ja dann bald Richtung Sommer. Und die sind schon ein bisschen dicker. Ein bisschen größer. Aber es ist nicht schlimm. Dann kann man sie auch gut erkennen, wenn man das mit Streudeko damit reinbringt. Und davon ist natürlich nicht ganz so viel da. Die kleinen, also die sind ja toll. Die gibt es auch nochmal in anderer Farbe, glaube ich. Und ich glaube, das ist eine Drachenfrucht, Wassermelone, Himbeere, Erdbeere, Kirsche, Weintrauben. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber ist schon ganz cool. Hier ist noch eine Orange dabei, Zitrone. Ist schon ganz süß, so fruchtig. Na, vielleicht sollte ich die Kleinen damit reinmachen. Ja, genau. Jetzt muss ich nur noch ich habe ja extra so ein dünnes Foamband gekauft vor einem Jahr oder so, wo man dann das ganz gut drumherum legen kann, sodass man gute, schicke Inhalte, schicke Karten und so mitmachen kann. Ja, mal schauen. So, das sind drei neue Sets von Mama Elephant. Ich wollte mich ja eigentlich immer nur auf zwei, drei Firmen konzentrieren. Clearly Crafting Desert Divas und Papering Inc. Dazu habe ich jetzt von Mama Elephant, von CC Designs und von Sweet November Stamps doch so einige Sachen dazugekommen. Dann ist das so und das ist dann auch nicht schlimm oder so. Ne? Aber irgendwann muss es auch mal gut sein, finde ich. Aber ganz ehrlich, die Firmen bringen einfach immer wieder so schöne Sachen raus und man will sich ja auch täglich am liebsten selber belohnen. Und dann sieht das immer so aus. So ihr Lieben, das war ein ganz kurzer Haul und freue mich drauf, die Sachen auszuprobieren. Das wird wohl eher weniger in Schäkel landen, sondern eher so, wie ich das eben gezeigt habe. Am liebsten möchte ich damit schon eine erste ETC-Karte machen. Ja, vielleicht mache ich das in den nächsten Tagen und zeige es euch dann auch. Macht's gut, ihr Lieben!